Bitcoin sowie der gesamte Kryptomarkt rasselt gerade schon wieder nach unten ab. Im heutigen Video schauen wir uns nicht nur an, was es damit auf sich hat, wir werfen auch nochmal einen Blick auf Cardano und warum hier von der Handelsplattform Kraken antizipiert wird, dass Cardano in Zukunft die führende Layer 1 Blockchain sein wird. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video sprechen wir nicht nur über den Bitcoin im Allgemeinen, wir konzentrieren uns auch nochmal auf Cardano und auch auf Ethereum. Das ganze Video heute ist wieder mit einzelnen Timestamps unterteilt, damit du dich zurechtfinden kannst. Es sind auch wieder viel zu viele Folien geworden, ich glaube es sind über 40. Vielleicht werde ich das Video im Nachhinein noch etwas kürzen, nutze aber super gerne die Zeitstempel, um dich im Video zurechtzufinden. Zu Beginn des Videos schauen wir uns natürlich unter anderem erstmal an, warum es momentan wieder nach unten geht und in welche Richtungen wir uns hier tatsächlich bewegen könnten. Im weiteren Verlauf schauen wir uns dann eben Cardano bzw. auch Ethereum an und zum Ende des Videos sollte dann noch Zeit sein, werfen wir einen Blick auf den allgemeinen Kryptozyklus, wie wir ihn aktuell sehen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video, lass super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und den Kanal zu unterstützen. Reden wir nicht länger um den heißen Brei, Freunde, sondern springen direkt auf die erste Folie. Ja, hier sieht man schon, es ist alles rot, höchstwahrscheinlich ist es sogar noch tiefer rot, wenn du dieses Video schaust. Aktuell geht es nämlich nur nach unten und schauen wir hier mal auf die nächste Grafik, dann sehen wir auch, warum wir gerade bei 42.000 US-Dollar so ein bisschen Widerstand gefunden haben, liegt ganz einfach daran, da das hier unsere Downtrend-Linie ist, bei der wir natürlich einige Käufer sehen. Trotzdem könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier auch noch durchbrechen werden und dann könnten wir uns halt eben in die Bereiche der niedrigen 40.000er begeben, beziehungsweise dann möglicherweise in den Bereich von knapp 38.000 Dollar. Das Ganze kommt auch nicht ohne Grund. Hierbei kam nämlich eine Aussage von einem sehr, sehr bekannten, großen und auch beliebten Investor aus den Vereinigten Staaten. Charlie Mangas ist neben Warren Buffett hierbei ein Kopf des Unternehmens Berkshire Hathaway. Genau dieses Unternehmen haben wir im gestrigen Video angesprochen. Charlie Mangas ist dafür bekannt, genauso wie auch Warren Buffett, sehr negativ gegenüber Kryptowährungen und vor allem auch dem Bitcoin eingestellt zu sein und diese Position machte er noch einmal klar. So äußerte er sich gestern Abend bei der Hauptversammlung in Los Angeles und brachte nochmal seine tiefe Abneigung gegenüber Kryptovermögenswerte zum Ausdruck. So sagte der 98-Jährige, ich bin stolz darauf, dass ich ihn vermieden habe. Er ist wie eine Geschlechtskrankheit. Ebenfalls warnte er, die sichere Annahme für einen Investor ist die, dass Bitcoin in den nächsten Jahrhundert auf Null gehen wird. Seiner Meinung nach sind vor allem die fehlenden Regulierungen und die extrem hohe Volatilität hier genau das, was die Crypto-Assets so gefährlich macht. Außerdem sagt er, dass wir bereits eine digitale Währung hätten, die man Bankkonto nennt. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dieser Mann ist 98 Jahre alt, kommt aus einer ganz anderen Zeit als die meisten, die dieses Video hier schauen. Seiner Meinung nach ist die Verwendung und die Nutzung von Kryptowährungen eben nur gedacht für beispielsweise Erpressung, Entführung oder Steuerhinterziehung. Des Weiteren sagte er, dass die USA den Chinesen folgen sollten und eben auch ein allgemeines Kryptowährungsverbot einführen sollten. Das hat auf jeden Fall ziemlich viel Druck auf die Märkte gesorgt. Ich denke nicht, dass das der Hauptauslöser war, aber definitiv hat diese Aussage direkt zu Abverkäufen in den Kryptomärkten geführt. Auch Elon Musk äußerte sich gegenüber den Äußerungen von Charlie Mangas und schrieb hierzu auf Twitter, ich habe 2009 an einem Mittagessen mit Manga teilgenommen, bei dem er an dem Tisch all die Gründe nannte, warum Tesla scheitern würde. Das machte mich ziemlich traurig, aber ich sagte ihm, dass ich all diesen Gründen zustimme und dass wir wahrscheinlich sterben würden, aber es trotzdem ein Versuch wert sei. Auch Michael Saylor antwortete hier auf den Twitter-Post von Elon Musk und sagte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie bereits gesagt, Charlie Mangas sowie Warren Buffett haben sich in der Vergangenheit sehr oft sehr kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert. Sie bezeichnen das Ganze hier nicht nur als Geschlechtskrankheit, sondern auch als Rattengift. Gerade gestern im Video haben wir allerdings angesprochen, dass das Unternehmen Berkshire Hathaway offensichtlich sehr stark in den Fintech-Sektor hervordringt. Damit passen diese Aussagen eigentlich nicht mit den Tätigkeiten des Unternehmens zusammen, von denen Charlie Mangas und Warren Buffett hier die Köpfe sind. Es bleibt spannend, ich halte euch auf dem Laufenden. Es könnte natürlich auch sein, dass diese stärkeren Abverkäufe dann dazu genutzt werden, sich günstiger mit in diesen Markt einzukaufen, ist natürlich jetzt hier reine Spekulation. Ein weiterer Grund, den ich mal eben persönlich ansprechen möchte, den ich hinzuziehe, warum wir momentan diese Abverkäufe sehen, besteht darin, dass Wladimir Putin erst vor wenigen Tagen gesagt hatte, dass er hier seine Truppen von der ukrainischen Grenze zumindest zum Teil abziehen würde. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offizielle Bestätigung, dass hier tatsächlich Truppen abgezogen werden. Ganz auf der anderen Seite findet man aktuell einige Meldungen darüber, dass die Truppen hier eher noch verstärkt werden und dass sogar kurzfristige Krankenhäuser in den Grenzregionen aufgebaut werden. Es bleibt spannend, ich halte euch auf dem Laufenden, definitiv ein sehr kritisches Thema. Doch kommen wir an dieser Stelle wieder zurück zur US-Region und konzentrieren uns hierbei kurz auf die SEC. Ich werde in den folgenden Folien wieder einige regulatorische Dinge ansprechen. Mir selber hängt es zum Hals heraus, aber es sind sehr wichtige Punkte. Falls du keinen Bock mehr darauf hast, dann skip ganz einfach die Parts, denn ich habe mich hiermit tatsächlich recht kurz gefasst. Beginnen tun wir mit der SEC, die hier eine weitere Untersuchung gegenüber Binance US eingeleitet
gehandelt hat. Das Ganze lässt sich aus dem Bericht des Wall Street Journals herauslesen. Ganz kurz gesagt, es handelt sich hierbei um zwei Handelsunternehmen, die beide vom Binance-CEO geführt werden. Die SEC findet das ein bisschen verwunderlich und hat halt dementsprechend hierzu einige Untersuchungen eingeleitet, um möglichen Komplikationen direkt aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise direkt darauf einzugehen. Genauere Informationen wären jetzt hier allerdings meiner Meinung nach unnötig. Kommen wir zur zweiten Information, denn ein US-Gesetzesentwurf soll El Salvador unter Druck setzen. Hierbei geht es um einen Gesetzesentwurf, der gestern am 16. Februar eingereicht wurde. In dem Bericht ging es offensichtlich um den Bitcoin, der hier in El Salvador als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert wurde. So schrieben sie, dass Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador erstellt wurde, um potenzielle Risiken für das US-Finanzsystem abzuschwächen. Des Weiteren heißt es in dem Schreiben, die Anerkennung von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel durch El Salvador öffnet den Geldwäschekartellen Tür und Tor und untergräbt die Interessen der USA. Genaue detaillierte Informationen zu diesem Gesetzesentwurf liegen mir aktuell noch nicht vor. Falls es diese allerdings geben sollte, teile ich die selbstverständlich auf Twitter mit euch. Das Staatsoberhaupt von El Salvador namens Bukele hat sich natürlich auf Twitter zu dieser Situation geäußert und zeigt sich dementsprechend eher empört und definitiv nicht begeistert. So schrieb er, okay Boomer, Sie haben null Gesichtbarkeit über eine souveräne und unabhängige Nation. Wir sind nicht Ihre Kolonie, Ihr Hinterhof oder Ihr Vorgarten. Halten Sie sich aus unseren internen Angelegenheiten heraus. Versuche nicht etwas zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst. Hiermit geht er natürlich ganz klar auf den Bitcoin ein und steht definitiv zu seiner Position, den Bitcoin hier als gesetzliches Zahlungsmittel auch in Zukunft so beizubehalten. Man muss ja auch mal ganz klar sagen, solche Länder wie El Salvador werden absolut im Stich gelassen, wenn sie in den hohen Zahlen der Inflation untergehen. Sollten sie dann allerdings nach einigen Alternativen suchen, so wie eben den Bitcoin, dann werden sie hier mit starken Sanktionen eben nicht nur vom Internationalen Währungsfonds, sondern möglicherweise auch von der USA selber getroffen. Ich behalte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, finde ich ganz schön krass, dass hier El Salvador so extrem unter Druck gesetzt wird. Ein weiterer Punkt, den ich hier ansprechen wollte, weil wir darüber schon vor einigen Wochen gesprochen haben, ist hierbei die Bitcoin-Miner-Lizenz. Lange war es nämlich unklar, ob Bitcoin-Miner sowie auch Staker eine extra Lizenz erwerben müssen, um eben Mining oder Staking zu betreiben. Das Ganze ging aus einem Gesetz nicht hervor, weil es hierbei nicht vernünftig definiert wurde. Vielleicht können sich einige von euch noch daran erinnern, das hatte damals für ziemliche Unruhen gesorgt. Nun steht allerdings mehr oder weniger fest, bei den sogenannten Brokern, die hier in dem Gesetzesentwurf genannt wurden, handelt es sich eben nicht um Bitcoin-Miner, Staker oder Wallet-Anbieter. Und von den USA wieder zurück nach Russland, denn hierbei geht es um die Steuerermäßigung bzw. darum, dass das russische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung angekündigt hatte, einen erheblichen Prozentsatz der Steuern auf Bitcoin-Mining-Aktivitäten in der Region zu senken. Damit soll das Bitcoin-Mining dementsprechend unterstützt werden, wodurch auf der anderen Seite die Mining-Investitionen erhöht werden können, was dementsprechend natürlich dem Lande hier zugutekommt. Beobachter haben diesen Schritt als eine sehr wichtige Möglichkeit gesehen, Russland hier im Bereich des Bitcoin-Minings zu stärken. Russland gehört zwar zu einer der größten Mining-Nationen, definitiv sind sie allerdings noch recht weit hinten, wenn man sie beispielsweise mit den USA vergleicht. Russland verfügt allerdings über sehr günstige Energieressourcen, könnte dementsprechend das Bitcoin-Mining im eigenen Land unterstützen und es sieht halt aktuell danach aus, als ob sie genau darauf pokern. Trotzdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass hier einige Parteien aus der russischen Regierung immer noch so ein bisschen gegeneinander streben. So soll es ja morgen zu einem Gesetzesentwurf kommen, der dann dementsprechend vorschlägt, wie hier Kryptowährungen gesetzlich gehandhabt werden. Die Gouverneurin der Zentralbank sagte beispielsweise Anfang der Woche, dass die Apex-Bank keine Mühen scheuen wird, um die Regierung zu überzeugen und ausführlicher auf Argumente einzugehen, von denen sie erhebliche Risiken im Krypto sieht. So sind die Banken halt immer noch sehr, sehr kritisch gegenüber dieser Thematik eingestellt. Das Finanzministerium sieht Kryptowährungen allerdings eher als Chance. So machten sie auch noch einmal wiederum klar, dass sie eben keinen Plan haben, hier Kryptowährungen im Allgemeinen zu verbieten. Auch das bleibt definitiv spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden, welche Entwicklung wir hier sehen werden. Und somit kommen wir auch schon zur Thematik Cardano und warum Cardano, wenn man nach Kraken geht, tatsächlich die dominierende Layer 1 Smart Contract Plattform sein könnte. Die ganze Thematik geht aus dem Kraken Intelligence Bericht hervor. In dem Bericht mit dem Titel Cardano, eine neue Generation intelligenter Vertragsplattform, lobt Kraken eben die Cardano Blockchain und ihren wertorientierten Ansatz beim Aufbau ihres Ökosystems. So schrieben sie, die Werte von Cardano haben die Entwicklung und die Designentscheidung des Projektes merklich gelenkt und als Ergebnis sieht die Blockchain so aus, als wäre sie mit dem Zweck und den Standards entworfen worden, eine dezentralisierte globale Finanzstruktur bereitzustellen, anstatt sich nur auf die Bereitstellung einer Web3-Erfahrung zu konzentrieren. Tatsächlich sieht man natürlich auch an den Zahlen, wie extrem krass die Entwicklung von Cardano hier voranschreitet. Erst Mitte letzten Jahres haben wir hier ein All-Time-High in dem Kurs gesehen, seitdem ging es ziemlich stark nach unten, zumindest mit dem Kurs. Mit den On-Chain-Daten und der Entwicklung der eigenen Smart-Contract-Plattform geht es auf der anderen Seite allerdings steil nach oben. So wies Kraken darauf hin, dass Cardano eines der widerstandsfähigen Blockchain-Netzwerke ist, das aus der Ära des ICO bzw. Initial Coin Offerings des Kryptomarktes hervorgeht.
gegangen ist. Cardano hat auch bis zum aktuellen Zeitpunkt alle Punkte ihrer Roadmap dementsprechend Stück für Stück abgearbeitet. Zwar hat es bei einigen Punkten etwas länger gedauert, so kennen wir es allerdings von so gut wie allen Projekten. Sollte Cardano so weitermachen mit ihrer Entwicklung, dann geht Kraken Intelligence davon aus, dass Cardano tatsächlich ihr Ziel umsetzen könnte, bis zu 2 Milliarden Menschen hier an Bord zu bringen. Ebenfalls sprachen sie an, dass die extrem vielen und großen Meilensteine, die Cardano hier im letzten Jahr erreichte, ebenfalls dazu beigetragen haben, ein großes Standbein und Fundament für Cardano aufzubauen. Besonders die Partnerschaften mit Regierungen, wie beispielsweise in Afrika, seien hierbei von extremer Bedeutung. Ebenso sieht man auch ein massives Netzwerkwachstum, nicht nur off-chain, sondern auch on-chain. So stellte ein prominenter Kryptoanalyst fest, dass Cardano gerade in der On-Chain-Aktivität in den vergangenen Wochen ein extremes Wachstum aufweist. Der Analyst stellte fest, dass die Anzahl der täglich neu erstellten Adressen im Cardano-Netzwerk um fast 187% auf über 112.000 Adressen gestiegen ist. Ebenfalls betont er, dass das nachhaltige Wachstum bei dieser Kennzahl normalerweise einen Anstieg der Preisvolatilität für ADA voraussagt. Dementsprechend geht er davon aus, dass sich das sehr positiv auf den ADA-Kurs auswirken könnte. Kann natürlich sein, an dieser Stelle der kurze Disclaimer, selbstverständlich keine Anlageberatung, es könnte auch nochmal richtig scheppern im gesamten Kryptomarkt. Tatsächlich sehen die Zahlen aber sehr gut aus. Gerade auch das Transaktionsvolumen auf der Cardano Blockchain hat vor allem in den letzten Tagen wieder extrem stark zugenommen. So erreichten sie teilweise ein höheres Transaktionsvolumen als Ethereum mit knapp 15,06 Milliarden US-Dollar. Ethereum auf der anderen Seite hat gerade mal ein Transaktionsvolumen von 6,71 Milliarden aufgezeigt. Das Ganze ist natürlich nicht nachhaltig, also man kann es nicht davon ausgehen, dass Cardano hier durchgehend fast dreimal so ein großes Handelsvolumen hat wie Ethereum. Trotzdem ist es bemerkenswert, dass eine Smart Contract Plattform, die noch kaum Anwendung findet, eine so hohe On-Chain-Aktivität aufweist. An dieser Stelle eine kurze, in Anführungsstrichen, Werbeeinblendung. Hierbei geht es um CrowdSwap. Für die Leute, die Bock haben, am CrowdSwap Public Sale teilzunehmen, die können das selbstverständlich tun. Morgen um 14 Uhr ist es soweit, dann geht hier der Public Sale los und dann kann man sich dementsprechend, wenn man denn möchte, mit in dieses Projekt hier einkaufen. Ganz klar, keine Anlageberatung hier, sehr hohes Risiko, selbstverständlich aufgrund dessen, dass das ein sehr junges Projekt ist, aber natürlich auf der anderen Seite auch ein großes Potenzial. Informiert euch nochmal selber, ich habe ja bereits ein komplett ausführliches Video zu CrowdSwap gemacht. Wie bereits gesagt, hohe Renditemöglichkeit, aber selbstverständlich auch ein sehr hohes Risiko. Seid euch darüber im Klaren, bevor ihr hier irgendeine Investition tätigt. Und somit kommen wir auch schon zur nächsten Thematik. In dieser sprechen wir jetzt etwas über Ethereum. Denn natürlich wurde eben Cardano mit Ethereum verglichen. So schauen wir uns auch mal an, was hier bei Ethereum so abgeht. Hier gab es nämlich auch eine interessante Information. So wurde gestern am 16. Februar bekannt gegeben, dass auch die Ether-Tokens in Zukunft auf Twitter genutzt werden können, um hier Spenden zu tätigen. Damit kann man die Creator unterstützen durch eben kleine Donations. Zum aktuellen Zeitpunkt denke ich nicht, dass das wirklich lukrativ ist in Form von Ether-Tokens aufgrund der extrem hohen Transaktionskosten. Dass die Möglichkeit allerdings überhaupt implementiert wurde, finde ich sehr, sehr positiv, denn Twitter hat auch zum aktuellen Zeitpunkt mehr als 200 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Auch der Erfinder von Ethereum, Vitalik Buterin, kam um die Ecke und hat einige Worte über das Projekt verloren. So ist er der Meinung, dass das Ethereum-Netzwerk auf dem besten Weg ist, hier tatsächlich zum Weltcomputer zu werden. In einem Interview gegenüber Defiant sagte der Ethereum-Gründer, dass das bevorstehende Merge eine zentrale Rolle bei dieser Mission spielen würde. So wird dieser Merge ja höchstwahrscheinlich im Juni des aktuellen Jahres stattfinden. Ab dann hat Ethereum deutlich bessere Voraussetzungen, hier im Netzwerk noch stärker zu wachsen, weil viel mehr Möglichkeiten eben bestehen. Zum aktuellen Zeitpunkt kämpfen wir immer noch mit extrem wenig Transaktionen pro Sekunde und extrem hohen Transaktionskosten. Das könnte dann bald der Vergangenheit angehören. Nein, das wird nicht automatisch mit dem Merge passieren, aber der Merge ist eben der große Meilenstein, der getätigt werden muss, damit hier die Transaktionskosten auch wirklich vernünftig gesenkt werden können. Auch Vitalik Buterin ist natürlich sehr optimistisch gegenüber dem Projekt und sagt, dass zukünftige Updates definitiv die Nachhaltigkeit des Netzwerks unterstützen werden. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Ethereum trotz der extrem hohen Transaktionskosten und eben relativ geringen Transaktionen pro Sekunde im Jahr 2021 ein wunderbares Wachstum gesehen hat. So hat sich das Total Value Locked von 17,73 Milliarden US-Dollar auf 154,2 Milliarden US-Dollar nach oben skaliert, was hier ein Wachstum von knapp 770% sind. Die Einnahmen des Netzwerks sind auch durch die Decke gegangen und um knapp 1777% gestiegen, eben auf 4,34 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der täglich aktiven Adressen ist ebenfalls um knapp 35% angestiegen und die Zahl der eingesetzten ETH im 2.0-Kontrakt sind ebenfalls um 471% gestiegen. Und somit kommen wir nochmal eben zu einer ganz kurzen Zusammenfassung der aktuellen Marktsituation bzw. mit einem Blick auf die Zukunft. Ich beziehe mich hier auf BTC Fuel. Die kommenden Folien sind nicht meine eigene Meinung. Ich sage meine eigene Meinung dazu.
Ich fand allerdings diese Twitter-Post, diesen Thread super interessant, wollte ihn unbedingt mit in ein Video reinbringen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das muss überhaupt nicht mit eurer Meinung übereinstimmen. Ich finde es allerdings interessant, was hier für Prognosen gemacht wurden. So, schauen wir uns einfach mal den ersten Kurs hier an, den BTC Fuel hier auf Twitter geteilt hat, mit der Überschrift im Bitcoin Parabola Stage. So beschreibt er hier die Stages, die der Bitcoin in den Zyklen durchläuft, und wenn wir danach gehen, dann befinden wir uns gerade mal in der zweiten Stage, bevor wir hier den Druck nach oben sehen. Das Ganze kann man ganz gut vergleichen mit den letzten beiden Bullruns, finde ich ganz interessant. Er ist auch noch mal ein bisschen näher darauf eingegangen und schrieb, dass dieses Rising Wedge, was er eben hier kurz vor dem extremen Parabolenanstieg antizipiert, bereits im Nasdaq 1995 bis 2000 gesehen hat, genauso wie im Dow Jones zwischen 1920 und 1930. Sollten wir also jetzt in den kommenden Monaten langsam ein Rising Wedge bilden, dann ist er eben der Meinung, dass wir hier noch ein paraboles Wachstum nach oben sehen können. Das Ganze, muss man aber auch ganz klar sagen, sieht er hier über einen längeren Zeithorizont. Was er Short-Term deutlich bullischer sieht, sind definitiv die Altcoins. So vergleiche ich auch den aktuellen Altcoin-Run etwas mit dem von 2017 und geht halt davon aus, dass die Altcoins gerade im aktuellen Jahr noch ein wunderbares Wachstum sehen werden. Die ganze Altcoin-Situation verglich er so ein bisschen mit der Dotcom-Bubble und sagt eben, dass wir noch kurz vor der Parabolenentwicklung nach oben stehen würden. Schrieb er ebenfalls zur aktuellen Marktsituation: Bitcoin und Altcoins befinden sich in einem anderen Stadium ihres Bullenmarktes. Das ist ihre Marktcurve. Kleine Randbemerkung: In einigen Analysen, die ich mache, sehe ich den Höhepunkt von 2017 Bitcoin als Abweichung. Es ging mehr um die Entstehung der Kryptomärkte als um den Bitcoin selbst. Somit geht er an dieser Stelle gar nicht unbedingt von einem richtigen Bullrun 2017 aus, sondern eher davon, dass das hier eine Abweichung war. Insgesamt ist halt er der Meinung, dass die Altcoins gerade in den nächsten Monaten hier nochmal einen richtig schönen Run nach oben sehen könnten. Bei Bitcoin könnte es seiner Meinung nach noch länger dauern, bis wir hier unser neues All-Time-High sehen, beziehungsweise hier unseren Peak sehen werden. Auch mit Hilfe des relative Stärkeindex verglich er hier nochmal den Bitcoin gemeinsam mit Gold. Und auch hier sah er eine große Parallelität und geht eben davon aus, dass wir noch ein richtig schönes Wachstum sehen werden und dass der Bitcoin halt am 23. Februar 2023 hier seinen Peak erleben wird. Bevor das soweit kommt, müssen wir allerdings erstmal aus unserer Seitwärtsbewegung austreten. So antizipiert er hier halt, dass wir jetzt langsam wieder nach oben steigen werden. Zum aktuellen Zeitpunkt finde ich solche Einschätzungen extrem schwierig zu treffen, da die Weltwirtschaft einfach so auf der Kippe steht. Das ist natürlich extrem positiv oder extrem negativ für die Krypto- sowie die Aktienmärkte in Zukunft werden könnte. Ich fand es trotzdem interessant, diese Grafiken hier einfach mal mit reinzubringen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir jetzt eine Parabola-Entwicklung nach oben sehen werden. Ich finde es aber super interessant, sich auch mal solche Meinungen hier mit anzuschauen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen, weitergeholfen und euch einen allgemeinen Überblick über die aktuellen Krypto-News gegeben. Falls dem so ist, lasst mir super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Und ich würde auch schon sagen, wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Freunde.